2 von mir. Das ist ein zweiter Teil von einem Dreiteiler, aber ich werde die 3 Videos separat hochladen, damit das nicht ganz so lange wird. Wir werden uns wieder auf den Weg nach Firegrove machen. Würde ich sagen, eines von den beiden, ich weiß noch nicht welches, aber ich denke mal eher das, wird die Zäpfchenmähne stehen, die ich eigentlich so gar nicht mag, aber das ist dann nicht so schön. Bei manchen sieht sie halt gut aus, bei manchen sieht sie halt scheiße aus. Schitte. Silber. Silver Sister. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in einer Box deines Stalles finden. Danke sehr. Freue ich mich, weiß zu schätzen. Dann lasse ich mich jetzt wieder abholen. Will ich zu viel laufen? Hier bekommt Ostern. Jetzt hingehen ist wieder Steve's Farm.
nur sagen. Ich meine, so an sich gefällt mir die Zöpfchenmähne an den American Quarter Horses, aber ich finde, die sehen damit dann so ein bisschen krümmig aus. Aber gut, soll nicht meine. Auch mal so in die Richtung, also nach hinten gehen, dass sie dann mal nach hinten gucken oder auch mal zur Seite gucken. Nicht so wie die anderen, einfach nur so starr nach vorne, und die spielen ja auch mit den Ohren. Also das finde ich ganz süß. Das Einzige, was mich ein bisschen verwundert, ist, dass die Quarter Horses, wenn die galoppieren, ihre Ohren nach hinten anlegen. Das ist eigentlich dafür, dass das Teil, ein Zeichen dafür, dass das Pferd leicht dezent sauer ist. Finde ich irgendwie lustig. Dein Ernst? Damit wäre das dann hier jetzt auch erledigt. Dann hätten wir jetzt unsere
unser zweites Pferd, das ich mir kaufen wollte. Und wir sehen uns dann wieder, entweder beim dritten Teil oder ihr guckt euch ein anderes Video an. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.